Willkommen zum vierten Teil in dieser Serie, wo wir uns christliche Stars anschauen und ihr Bekenntnis zum Christentum. Und wir haben uns bereits in zwei Vorträgen Musikstars angeschaut und in einem Vortrag haben wir uns die Sportstars angeschaut und haben dort festgestellt und ein Fundament gelegt, dahingehend über das Bekenntnis, was gegeben wird und was Gottes Wort eben zu diesen Sachen, diesem Lebensstil und diesen Früchten zu sagen hat. Und wir möchten auch diesmal am Wort Gottes das Ganze messen. Ich möchte noch wieder sagen, dass es uns nicht darum geht, irgendjemanden dieser Menschen, die wir jetzt heute zeigen werden, zu richten. Gott allein ist unser Richter, er alleine sieht das Herz. Aber wir müssen die Frucht des Ganzen uns anschauen. Und ich glaube, heute in diesem Vortrag wird es uns ganz deutlich werden, was die Frucht dieser ganzen Darstellung letztendlich ist. Und wir werden uns jetzt also mit Hollywood beschäftigen und auch einigen Filmstars, die eben sich zum Christentum bekennen. We feel like this award really goes to God. It's totally been inspired by the Holy Spirit, and we just pray that many millions of lives will be affected by it. Thank you. Nun sind Hollywood-Filme wirklich inspiriert vom Heiligen Geist? Die Frage wollen wir uns stellen. Sind Millionen von Menschen durch Hollywood-Filme beeinflusst? Das können wir beantworten. Das steht fest. Durch Anschauen werden wir auch verändert, sagt die Bibel uns. Die Frage ist, gibt Hollywood Millionen an Geldern aus für diese Filme, um die Frucht des Geistes in uns zu produzieren oder die Werke des Fleisches? Mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen. Die Person, die wir gerade haben sprechen hören, das war Chuck Norris und seine Frau. Einige von uns werden ihn noch kennen. Und er sagt, mein wahres Ich lebt für Christus. Und Chuck Norris, der war selber sehr stark involviert in Martial Arts, also in Kampfkunst. Und die meisten Filme, die er auch so gedreht hat, die wir auch teilweise jetzt hier sehen, ein paar davon, behandelten eben das Kämpfen, sei es jetzt mit Waffen oder mit den Fäusten. Und es ist letztendlich der gleiche Geist, den wir wiederfinden im Wettbewerbssport auch, nämlich der Geist des Wettkampfes und jemanden zu besiegen. Wir haben im dritten Teil in dieser Serie darüber gesprochen und haben das analysiert. Hier wird es natürlich nur gespielt, aber dennoch sagt die Bibel uns ganz deutlich, dass wir nicht mal etwas vorgeben sollten, was irgendwie falsch ist. Und wir haben auch schon geklärt, und ich denke, es sollte uns klar sein, wofür Jesus Christus steht, wenn es zu Gewalt kommt. Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, gesegnet sind die Friedensstifter. Sie werden letztendlich ewiges Leben haben. Und wir wissen auch von der Bibel, Offenbarung Kapitel 12 spricht darüber, dass die ganze Auseinandersetzung, die wir heute auf der Erde finden, den Zustand, den wir haben, dass der Mensch in Sünde gefallen ist, dass es alles begann in einer Rebellion im Himmel, dass dort der Engel Luzifer begann, sich über Gott stellen zu wollen und einen Krieg in Rebellion gegen Gott begann. Und der Mensch, nachdem er gefallen ist und sich von Gott getrennt hat, hat genau diese Natur Satans, diese selbstsüchtige, rebellische Natur angenommen. Und damit haben wir heute zu tun und zu kämpfen. Und ich glaube sehr stark, dass Hollywood sehr genau weiß, wie man mit dieser Natur arbeitet und die Leute letztendlich nicht nur zur zahlenden Kasse in die Kinos lockt, sondern auch, wie man Menschen dadurch natürlich beeinflusst. Als Satan letztendlich den Himmel verloren hat und seine hohe, heilige und reine Position verloren hat. Da war vorher die Situation im Himmel so, das sagt die Bibel uns, dass da kein Streit war, dass da keine Kämpfe waren, keine Auseinandersetzen, Argumente, die hin und her gingen. Das war der Zustand zuvor gewesen. Aber weil Satan, diese eine Person, dieser eine Engel, sich entschlossen hat, dass er höher sein wollte wie Gott, begann genau das, was wir heute auf Erden sehen. Und das sollte uns schon an sich zu denken geben und eine Antwort darauf, ob der Heilige Geist wirklich in den Filmen von Hollywood zu finden ist. And if you really go back to the first Rocky, people don't realize it's the first shot is this shot of Christ, and it comes down over the beams of the church. It says resurrection, then it goes to Rocky being pummeled. And what I was trying to say is this man has been chosen for a journey. He's at the lowest strata of society, and we're watching him eventually find Christian ideals, that he finds love, he starts to bring people together, all these what I would call society's outcasts, and they all come together for one unified family
spirit. And then when he goes into the ring, he goes in with a sense of kind of like he's doing God's work. He really is on a mission. Nun, Sylvester Stallone, ich denke, die meisten von uns ist er bekannt. Er wurde sehr bekannt dadurch, dass er selber die Rolle in seinem eigenen Film als Regisseur gefilmt hat, und zwar in dieser Rocky Balboa-Serie. Und er spricht darüber, wir haben es gerade gehört, dass es dort christliche Werte letztendlich von diesem Hauptakteur Rocky eben entdeckt werden in seinem Prozess. Und das ist das, was Sylvester Stallone als Direktor dieses Filmes letztendlich zeigen möchte. Und dass Rocky sozusagen auf einer Mission ist. Aber ist es die Mission Christi, auf der Rocky unterwegs ist? Sind das die christlichen Ideale, von denen er spricht, wenn er dort als Boxer dargestellt wird? Und wir haben uns dieser Thematik schon im dritten Vortrag über die Sportstars angenommen. Und ich denke, da haben wir sehr deutlich gesehen, dass es eben nicht im christlichen Bild widerspiegelt, nicht den christlichen Idealen, und dass es nicht die Mission Christi letztendlich einhergeht. Aber es wird halt gesagt von ihm, dass er auf diesem Weg ist, diese Figur Rocky, und letztendlich christliche Werte erkennt mit Familie und Verhaltensmustern und so weiter. Aber ich denke, dass im christlichen Leben mehr dazu gehört, als eben das allein darauf zu beziehen, dass das die christlichen Werte sind. Well, you know, the average viewer is going to say, you know, boxing, you're slamming somebody, you know, what happened with that Russian, you know, you were giving him everything, you got really good. How is that Christian? Well, because, you know, there is one thing about speaking the word, but eventually you do need the crusader, someone who goes out there and has to defend it and face evil one-on-one, and that's pretty much what Rocky is. Nun, Pat Robertson ist nicht wirklich, muss ich sagen, nach meinem Verständnis der bibeltreueste Pastor. Aber dennoch stellt er hier eine wichtige Frage, wie das übereinstimmen kann. Und Rockys Antwort darauf, oder Sylvester Stallones Antwort vielmehr darauf, ist, dass es eben einen Kreuzritter geben muss. Und damit wird letztendlich Sünde entschuldigt. Ja, andere Dinge werden abgedeckt, und wenn man sich die Kreuzritter in der Geschichte anschaut, ist interessant, dass sie eben nicht Jesus Christus präsentiert haben, sondern den katholischen Glauben und den Katholizismus repräsentiert haben. Hey, I understand you personally have had an extraordinary spiritual reawakening. You want to tell us about it? Well, it is. You know, there was a time there where I, you know, I was very strict Catholic, and then when I got to Hollywood, and all of a sudden you're giving the key to the candy stores, and temptation abounds. And I really decided to take things out of my own hands and put it in God's hands, because I always felt I was chosen to do something. I was never a writer. I was never an exemplary student. All of a sudden, one day, I started writing Rocky. I wrote it in 3 days, and it wins the Oscar. And I cannot assume that I did this all on my own. I really do not believe that for a second. Also laut Sylvester Stallone soll Rocky quasi dadurch zustande gekommen sein, dass Gott der Autor dieser Filmserie ist. Letztendlich hat er nach 3 Tagen Schreiben ja sogar einen Oscar gewonnen, dieser Film. Aber sind das wirklich die Mittel, die Gott gebraucht, um zu evangelisieren? Und dieser evangelikale Pastor Pat Robertson, er denkt das genau so. Er macht sogar Werbung für den Film anschließend noch in diesem Clip, als dieser neue Rocky-Film da jetzt rauskam, dass die Leute dann doch ins Kino gehen sollen, sich das anzuschauen, diese christlichen Werte, die dort vermittelt werden. Und wenn Gott aber nicht der Autor dieser ganzen Sache ist, die Frage ist, wer ist es dann? Wisst ihr, viele Christen schauen sich diese Filme an und denken, dass dort eben christliche, ja, Werte, Allegorien und so weiter weitergegeben werden. Aber in Römer Kapitel 1, Vers 32 lesen wir, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das heißt, die Bibel sagt uns auch hier, dass selbst wenn wir diese Dinge uns nur anschauen, ja, wo Gott sagt, da kann ich meinen Stempel nicht drauf geben, dann machen wir uns schon letztendlich selber mit schuldig. Und wenn wir generell einfach mal über Hollywood-Filme nachdenken, was ist dort porträtiert? Was sehen wir dort? Es ist dort, dass nicht jedes Mal, egal in welchen Bereich wir hineingehen, immer wieder, wir können alle 10 Gebote durchgehen, dass jedes einzelne der 10 Gebote immer wieder aufs Neue gebrochen wird. Es ist einfach voll mit Gewalt, mit Sexualität, mit Ehebruch, dass man Gottes Namen verunehrt, Begehren, dass man stiehlt, falsche Tage der Anbetung dort propagiert werden, und die Liste ist sehr, sehr lang.
In Psalm 101, Vers 3 sagt die Bibel uns, ich will nichts Schändliches, also nichts Böses vor meine Augen stellen. Und Gott ist derjenige, der letztendlich in der Bibel ganz klar definiert, was böse ist und was gut ist. Und diesen Standard muss es geben. Ja, selbst wenn ein Mensch nicht letztendlich an Gott glaubt oder an die Bibel glaubt, dann sollte man sich auch fragen, was ist denn der Standard, ja, wonach ich etwas ausrichte, was ich letztendlich irgendwo einschätze oder bewerte. Und ich glaube, dass Gott uns durch die 10 Gebote letztendlich seinen Charakter offenbart und dass der Standard ist, dem wir auch folgen sollten. Denn wir sind mit einer sündhaften Natur geboren und die ist eben genau mit den Werken des Fleisches bestückt. Und ich habe diesen Text schon öfter erwähnt, ich möchte ihn jetzt einfach mal mit euch lesen, kurz, in Galater Kapitel 5. Dort spricht der Paulus genau von diesen Werken des Fleisches, dass wenn diese Charaktereigenschaften nicht überwunden werden, mit denen wir geboren werden oder die wir letztendlich, wo wir uns hineinbegeben, dann kann es für den Christen keine Erlösung geben. Die Gnade ist so mächtig, sagt Jesus, dass wir diese Dinge eben im Vertrauen durch den Glauben an ihn überwinden können. Und zwar sagt Paulus in Galater Kapitel 5, ab Vers 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann schaut euch mal diese einzelnen Charaktereigenschaften an oder diese Taten auch an und überlegt mal, ob nicht genau das alles immer wieder gezeigt wird, in immer wieder Wiederholung ständig in den Hollywood-Filmen. Und zwar Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, also Sexualität, ja, Unzucht auch vor der Ehe, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei. Wie viele Filme sind da draußen mit Zauberei, ja? Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Habt ihr schon mal einen Film gesehen in Hollywood, der diese Dinge nicht hat und Erfolg hatte? Und solche Filme werden in Hollywood gar nicht gedreht, weil sie wissen, dass wenn diese Dinge in diesen Filmen nicht vorkommen, sie gar keinen Erfolg haben werden, ja? Und diese Natur ist genau das, womit der Mensch zu tun hat. Dass seit dem Sündenfall der Mensch diese Natur auf sich genommen hat und letztendlich die Eigenschaften Satans übernommen hat. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass er der Vater der Lüge ist und ein Mörder von Anbeginn. Arnold Schwarzenegger, er sagt, ich bin Katholik und ein sehr engagierter Katholik, aber das beeinträchtigt nicht meine Entscheidungsfindung. Und ich glaube, das sollte es aber, ja, wenn ich gläubig bin, dann sollte das in jedem Schritt, sollte ich mich fragen, ob Jesus das wirklich für gut heißen kann. Weil ich ihn liebe und weil ich verstanden habe, was er für mich getan hat und weil ich auch verstehe, und das ist eben das, was diese Menschen leider nicht verstehen. Wir haben es in den Vorträgen auch schon immer wieder gesagt, weil ein falsches Verständnis des Evangeliums gepredigt wird in sehr, sehr, sehr vielen Kirchen. Eben nicht, dass die Gnade gegeben wird, Sünde wirklich zu überwinden. Unser Glaube sollte unser ganzes Leben beeinflussen. Es sollte in alle Bereiche unseres Lebens hineingehen, weil Christus uns frei machen möchte. Und es sollte nicht dahin gehen, wie Arnold Schwarzenegger andere Menschen quasi, ja, um die Strecke bringt. Und das auf den Leinwand produzieren und Millionen von Menschen diese Dinge sehen und dadurch geprägt werden. What do you do spiritually in your life to develop your soul? And what does God actually mean to you? What do I do spiritually? I always got to have an hour to myself. That's what I do for myself spiritually, right? I have my own special relationship with God, you know, and I feel very blessed. I count my blessings every day. Und das ist Dwayne Douglas Johnson, auch bekannt unter seinem Ringnamen The Rock. Das ist ein US-amerikanischer Schauspieler und ehemaliger professioneller Wrestler. Und eigentlich, wenn man ihn ein bisschen studiert, merkt man, dass er nicht wirklich Christ ist, obwohl er hier christliche Aussagen macht. Er ist eigentlich mehr ein bisschen im New Age-Denken drin behaftet. Aber viele Christen, alleine nur aufgrund dieses Clips, den wir gerade gesehen haben, habe ich festgestellt, dass viele Christen glauben, dass er ein Repräsentant Jesu Christi ist und dass er letztendlich, dass die Menschen sich darüber freuen, dass er sich zu Christus bekennt. Dementsprechend haben sie natürlich auch keine Probleme, wenn sie in die Filme gehen, die The Rock, ja, Dwayne Johnson letztendlich filmt. Aber hat er wirklich Jesus Christus angenommen?
Hat er wirklich den zweiten Adam, so wie Jesus Christus auch genannt wird in der Bibel, angenommen? Lass uns mal anschauen, was die Frucht eines seiner letzten Filme ist. Und zwar nicht von dem zweiten Adam, sondern von dem schwarzen Adam, Black Adam. Hier sehen wir eines der Filmposter dazu. Und in diesem Film wird genau Jesus Christus letztendlich auf den Kopf gestellt. Er ist eigentlich derjenige, so wie das oft in diesen Hollywood-Filmen eben geschieht, der letztendlich als der Böse dargestellt wird. Es ist ein sehr unterschwelliger Angriff in diesem Film auf Jesus Christus. Und er selber, dieser Black Adam, der eben von The Rock gespielt wird, wird hier als möglicher Erlöser der Welt dargestellt. Und es gibt sehr viele Parallelen, die in diesem Film zwischen Christus und diesem Black Adam gezogen werden. Aber die Geschichte wird umgedreht. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass diese Figur, dieser Black Adam, dass er, dort heißt es, that he is born out of rage, also dass er aus Wut geboren ist und dass er bereit ist zum Töten. Nun, ist das Jesus oder kommt das von Satan? Ich denke, es ist sehr, sehr offensichtlich, ja, dass es von Satan kommt. Er ist in Wut geboren sozusagen, oder er steht in Wut gegen Gott, und die Bibel sagt uns, er ist ein Mörder von Anfang an. Aber diese Charaktere werden immer wieder so dargestellt, dass die Menschen letztendlich mehr das Mitgefühl mit diesen, ja, Bösewichten haben, die dann die Heldenfiguren sind. Und deshalb, Hollywood ist meisterhaft darin, diese Geschichten umzudrehen. Nun, Denzel Washington, ich denke, viele von uns kennen ihn. Er hat unter anderem, ich glaube, es sind mindestens 10 Oscars, die er gewonnen hat. Ich denke, viele kennen ihn nicht, sondern haben vielleicht auch seine Filme geschaut, wie ich das früher auch gemacht habe. Und er bekennt sich auch zum Christentum und sagt das Folgende. I'm up here to say thank you to God for giving me this ability, for blessing me, for shaping me, for chastising me, for teaching me, for punishing me, for allowing me to be a vessel and touch people around the world. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich ihn nicht kennen würde und mir würde jetzt keiner sagen, wo er diese Rede gehalten hat, wer diese Person ist, müsste ich euch ehrlich sagen, wow, das ist eine gute christliche Predigt. Ja, so demütig, wie er auftritt und sagt, dass Gott ihn wirklich gezüchtigt hat und dass er Gott dankbar ist, dass er ein Gefäß sein kann für Millionen Menschen, auf die Einfluss zu nehmen. Und er dankt Gott dafür, dieses Gefäß zu sein. Die Frage ist aber, wie wird er denn zum Gefäß? Die Frage beantwortet er uns selbst. Basically what I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits, and when I came out, I was in charge. Powerful scene. I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision to play that. What are you, gonna smoke that? Nope, you are. Hell if I am. You're Jesus freak. Und seid ihr ein Jesus freak? Ich würde darauf antworten, nein, aber ich bin sicherlich, in aller Demut möchte ich das sagen, aber ein Nachfolger Jesu Christi. Und viele sagen, es ist auch nur ein Film, es wird doch nur gespielt letztendlich. Und wir verstehen nicht, dass uns diese Szenen, die wir uns dort anschauen, dass sie nicht nur uns verändern beim Anschauen, sondern wer spielt eigentlich diese Szene nach seiner Aussage? Was hat er gemacht? Er hat sich gefüllt mit gefallenen Engeln, ja, mit Dämonen. Diese gefallenen Stars, diese gefallenen Sterne. Wir schauen letztendlich Dämonen zu, wenn wir diesen Schauspielern zuschauen und denken, wow, was für eine Leistung und welche Preise sie gewinnen, und verstehen gar nicht, wer eigentlich dahinter steckt und diesen Menschen diese Möglichkeit schenkt. I am not talking about religion. I am a Christian, that is my faith. I'm not asking you to be a Christian. If you want to be one, I can show you how. Nun, das ist Oprah Winfrey. Das ist eine amerikanische Talkshow-Moderatorin, Fernsehproduzentin, Schauspielerin, Autorin und wohlmöglich das bekannteste Gesicht im US-Fernsehen. Diese Frau ist Milliarden schwer, muss ich sagen. Sie hat sehr, sehr viele Followers, ja, hat einen großen Einfluss. Menschen schauen sie. Und es ist interessant, ich bin gerade eine Serie über das New Age am Ausarbeiten. Und da gibt es ganz viele Vorträge dort gefangen im New Age, bei mir auf dem YouTube-Kanal auch, wenn ihr das gerne schauen möchtet. Ich habe mich sehr auch mit dieser Figur beschäftigt, mit dieser Person Oprah Winfrey. Und diese Frau ist hoch okkult. Diese Frau ist ultra tief im New Age-Christentum sozusagen drinnen. Ich möchte sie fast nennen, dass sie eine Priesterin ist, eine hohe Priesterin
des New Age ist. Sie behauptet aber hier, das haben wir gerade gesehen, dass sie eine Christin ist, aber es wird sehr, sehr klar jetzt werden, dass ihr Glaube nicht auf der Bibel basiert ist, absolut nicht, sondern auf spiritistischen Schriften. Und ich möchte euch sehr, sehr stark vorschlagen oder ja, euch ermutigen, dass ihr euch nicht, wie sie das vorgeschlagen hat, von ihr zeigen lasst, was wirkliches Christentum bedeutet. Denn wenn du das tust und diesen Weg einschlägst, wirst du letztendlich vorbereitet werden, nicht den Jesus der Bibel zu empfangen und ihm begegnen zu können, sondern einem anderen Christus, dem sogenannten Cosmic Christ, dem ja, universalistischen Christus, was letztendlich nichts anderes ist wie Satan als Engel des Lichts verkleidet. Hören wir mal genau jetzt, was sie sagt, wie sie sich wirklich als Christin versteht. A Christian who believes that there are certainly many more paths to God other than Christianity. I'm a free-thinking Christian who believes in my way, but I don't believe that it's the only way. What I believe is that Jesus came to show us Christ consciousness. It talks about one of the points it brings out is one of the mistakes that human beings make is believing that there is only one way to live. That's and right. That we don't accept that there are diverse ways of being in the world, that there are millions of ways to be then a human being. And many ways, no, but many paths to what you call God. That and her crazy. Path might be something else, and when she gets there, she might call it the light. But her loving and her kindness and her generosity brings her, if it brings her to the same point that it brings you, it doesn't matter whether she called it God along the way or not. There is one way and only one way, and there that is through Jesus. There couldn't possibly be with because a million you of say people there isn't. There couldn't possibly be. God care about your heart or God care about if you call his son Jesus? Okay, I can't get into a religious argument with you. Das ist sehr einfach, wie man so eine Diskussion auf einmal abbrechen kann, oder? Aber was passiert hier? Der Weg wird von Oprah sehr, 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 sehr breit gemacht. Ein Weg, wo Jesus gesagt hat, dieser Weg ist sehr, sehr, sehr schmal. Nicht, dass es schwierig ist, aber dieser Weg hat Bedingungen, wo wir uns darauf einlassen sollen. Aber sie spricht davon, dass das Christusbewusstsein weitergegeben wird. Sozusagen, dass man in der Liebe lebt und in der Liebe zu sein. Aber das Ganze natürlich ohne Gehorsam. Auch hier wird wieder die Liebe Gottes getrennt vom Gesetz, von dem Willen Gottes und seinem eigentlichen Charakter. Und das ist eine Form des Spiritismus. Aber unser Glaube, so sagt das Wort Gottes uns, in Johannes 8 zum Beispiel, in Versen 31 und 32, soll gegründet sein auf das Wort Gottes. Jesus sagt, wenn ihr an meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt auch in Johannes 7, Vers 17, dass wenn wir seinen Willen tun wollen, werden wir die Wahrheit erkennen. Da gibt es Voraussetzungen. Genauso sagt er in Johannes 5, Vers 27, dass wir in den Schriften suchen, um das ewige Leben zu finden. Und Jesus Christus ist derjenige, der in diesen Schriften wirklich zu finden ist. Dieser Glaube basiert nicht auf der Bibel, sondern ganz deutlich auf dem New Age-Gedanken. Und sind da verschiedene Wege, wie sie vorschlägt? Nein. Die Bibel sagt ganz deutlich nein. Zugleich können wir aber auch sagen, es ist biblisches Verständnis, dass jeder, der gerettet wird, wird alleine durch Jesus Christus gerettet werden. Es wird Menschen im Himmel geben, die noch nie von Jesus gehört haben, die auch im Himmel sein werden, weil Gott letztendlich das Gesetz ins Herz geschrieben hat und dementsprechend, wie wir letztendlich darauf reagieren, nach dem Licht, was wir auch bekommen, dementsprechend wird Gott auch richten. Aber wenn wir Licht verwerfen und andere Menschen auch noch verführen, wehe uns Gott. Dann sollten wir lieber diesen großen Stein, wovon Jesus spricht, den Mühlstein um unseren Hals binden. Nun, wisst ihr, sie spricht davon in diesem Video, dass Jesus Christus letztendlich interessiert ist mehr, wie es in unserem Herz aussieht und nicht jetzt, ob wir jetzt den Sohn Gottes Jesus nennen und so weiter. Sie sagt das hier, interessiert Gott sich nicht mehr um dein Herz, als dass du seinen Sohn Jesus Christus nennst? Und natürlich, ja, Gott interessiert sich absolut um unser Herz. Allerdings ist Jesus eben der Einzige, der dieses Herz verändern kann. Und das auch nur wiederum auf den Prinzipien, die Gott halt eben gegeben hat. Es geht nicht nach Buddha oder nach Krishna oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, nach Mohammed oder nach keine Ahnung, Allah. Das Christentum steht alleine für sich da, wenn es dazu kommt, wie der Weg der Erlösung uns geschenkt ist.
Wisst ihr, dieses Buch, als einziges Buch, steht hier allein auf einer Seite, ist konträr in seinem Verständnis, wie Erlösung gefunden werden kann, zu allen anderen Ansichten in dieser Welt, die es dort gibt. Da steht Jesus Christus allein. Auf der anderen Seite steht ein ganzer Club in verschiedenen Farben und Formen und möchte uns sagen, dass es verschiedene Wege gibt. Aber Jesus Christus ist der Einzige, durch den wir Erlösung finden können. Ja? Und dann sagt sie, dass vielleicht ihr Weg mag ein anderer sein als deiner, aber letztendlich kommen sie alle an. Hat Jesus nicht gesagt, dass wenn sie versuchen, durch eine andere Tür zu gehen, dann sind sie was? Sind sie ein Dieb? Ja? Wenn sie versuchen, durch einen anderen Weg wie durch ihn, er ist diese Tür, ja, in das Heiligtum hinein, zu Gott kommend. Und daher ist Oprah ganz deutlich eine falsche Prophetin, eine falsche Botschafterin. Sie ist ein Dieb dessen, dass hier das ewige Leben von Menschen auf dem Leben spielt und sie das ewige Leben von Menschen letztendlich raubt. Ja? Wenn sie von diesem Christusbewusstsein spricht, wo Jesus letztendlich nicht wirklich vollkommener Gott ist, sondern irgendein guter Lehrer, ein guter Meister, ein Erleuchteter und wir selber auf diesem Weg zum hohen Selbst uns entwickeln können, was letztendlich nichts anderes ist, wie das, was im Garten Eden geschehen ist, in 1. Mose Kapitel 3, in Versen 4 und 5, wo Satan Eva versprach, ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt euch höher entwickeln, wenn ihr sündigt. Genau dieses Evangelium wird hier gepredigt. Meine Lieben, diese Frau, man muss es so deutlich sagen, sie ist verantwortlich für das Verleiten von Millionen von Menschen in ein New Age-Verständnis von Christus. Und ihre Frucht ist sehr, sehr deutlich. Und ich muss das so klar adressieren, weil wir in einer sehr ernsthaften Zeit leben, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und ich habe da auch keine Scheu, das so deutlich zu sagen, weil diese Frau wirklich Millionen von Menschen in die Irre führt. The one-woman entertainment empire known as Oprah has strong affiliations with the demonic realm. The most familiar face on television says, "You can not only use your body and physical self. This is how I see acting. I ask my body to be the carrier for the spirits of those who have come before me in a way that is most meaningful to the character. Just become the vehicle for that character." Calling out for these entities to take her over so that she may become a sparkling puppet, Oprah admits of her work before the camera. "I tried to empty myself and let the spirit inhabit me." With her global influence, her shows have become a smorgasbord for the New Age agenda. Genauso wie Denzel Washington, ja, lässt sie sich auch füllen von den Dämonen, dass sie übernehmen und letztendlich die Show geben. Und es ist kein Wunder deshalb, dass die Welt sie liebt, weil die Welt ihr eigenes liebt, sagt Jesus. Ja? Die Welt liebt das eigene und sie ist ein ganz klares Gefäß für Satan. Rosary, faith is the most important thing in my life. Faith, family, and then, you know, giving back and helping the city and at-risk youth. I go to church, try to go every day, not to necessarily the mass, but just to pray, and I have so much to be grateful for. Das ist Mark Wahlberg, auch sicherlich sehr bekannt, sehr, sehr viele Filme in Hollywood gedreht. Früher bekannt geworden als Marky Mark und wurde dann zum Schauspieler. Und er, ja, spricht hier von seinem katholischen Glauben, das einen Rosenkranz trägt und so weiter. Und wenn wir uns die Frucht seiner Arbeit anschauen, das sind bei weitem nicht alle Filme, er hat eine unglaublich lange Liste an Filmen schon bereits gedreht. Aber wenn wir uns mal kurz nur einfach die Titel mal anschauen und ein paar dieser Bilder auf uns kurz wirken lassen, dann ist es nicht so, genauso wie in diesem Aufkleber, den wir hier bekommen haben, wo draufsteht, und ich finde den sehr gut, mit dieser Frage, what would Jesus watch? Ja? Würde Jesus sich sowas anschauen? What would Jesus watch? Ja, was würde Jesus sich angucken? Wenn wir uns diese Titel hier angucken, welche moralischen, ja, Prinzipien werden hier gelehrt? Sind die biblisch? Wisst ihr, einer seiner letzten Filme, ihr seht ihn dort über diesem Exposed stehen, mit dem Titel Father Stu. Das ist eine Geschichte über einen Amateurboxer, der letztendlich dem Katholizismus sich zuwendet und katholischer Priester wird. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir niemanden auf Erden Vater nennen sollen. Ja? Das, sondern Gott alleine. Und dieser Film ist interessanterweise gedreht worden durch Mel Gibson. Er ist auch ein sehr offener Katholik, spricht offen auch über seinen Glauben. Und es ist sehr interessant, weil Mel Gibson nicht nur vor etlichen Jahren, als er diesen Film The Passion gedreht hat, von den Jesuiten geehrt wurde und einen besonderen Ehrentitel dort bekommen hat. Und wir haben uns schon bereits im dritten Vortrag über den Sport ein bisschen über die Jesuiten unterhalten, die letztendlich das Ziel haben, den wahren Glauben der Bibel, den protestantischen Glauben wirklich zu zerstören. Und es ist interessant, als dieser Film gedreht wurde,
Und fast alle Filme, ja, die auch Mel Gibson dreht, haben irgendwie, und auch dieser Film besonders, The Passion of Christ, will jetzt nicht zu tief reingehen, aber ein paar Sachen dazu sagen. Dieser Film ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Filme, die er je gedreht hat. Wo Millionen von Menschen und Billy Graham und all diese Leute diesen Film ehren, ja, und sagen, was das ein besonderes Evangeliumswerkzeug das ist. Aber wisst ihr, dass wenn man diesen Film sich wirklich anschaut, letztendlich dort katholische Stationen durchgegangen werden. Da sind so viele auch Botschaften drinnen, satanische Botschaften. Das ist ein rein katholischer Film, der inspiriert wurde dadurch, dass Mel Gibson eines Tages durch eine Bücherei ging und ihm zufällig ein Buch in die Hand fiel von einer katholischen Nonne, wie sie quasi die letzten Tage Jesu beschreibt. Und wenn man das vergleicht mit dem Wort Gottes, dann sehen wir ganz deutlich, dass es konträr ist dazu. Ich werde mal noch eine Präsentation darüber machen, werde jetzt nicht zu tief da reingehen. Aber es werden konstant katholische Ideen dort weitergegeben in diesem Film. Und es ist interessant, dass Mel Gibson, so viel sei noch gesagt, jeden Tag am Setting dieses Films von The Passion, dass er jeden Tag besucht wurde, auch von einem katholischen Priester. Und konstant, ja, dieser Einfluss da war. Wisst ihr, ich würde mir niemals im Leben überhaupt irgendeinen Hollywood-Film anschauen. Weil ich verstehe, wie dort gearbeitet wird. Ich würde mir auch niemals einen Hollywood-Film anschauen von Mel Gibson, selbst wenn dort Siebenten-Tags-Adventisten dargestellt werden. Ja? Muss ich euch ganz ehrlich sagen, denn ich glaube, die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir nichts Böses und nichts Gewalttätiges vor unsere Augen setzen sollten, selbst wenn dort Siebenten-Tags-Adventisten porträtiert werden. You made the decision to walk through the gate of forgiveness to grace, just as Christ did. On the cross, he suffered terribly, and he was broken by it to the point of doubt and a feeling of absolute abandonment, which all of you felt. Das ist Jim Carrey, sehr, sehr bekannter Hollywood-Schauspieler, Komödiant. Und wenn ihr das so hört, habt ihr nicht den Eindruck, dass er Christ ist, wenn er so redet? Wenn er dort von dem Leiden Jesu spricht und so weiter. Na ganz ehrlich, wenn er nichts jetzt wüsste über ihn, wenn er einfach nur so spricht, könnte man denken, dass er Christ ist, oder? Nun, er ist selber bekannt geworden durch diese Filmkomödie Ace Ventura. Da gab es mehrere Filme. Und ist heute einer der erfolgreichsten Comedians in Hollywood. Er sagt, dass er Christ ist. Aber er ist, wie wir es gleich auch sehen werden, voll im New Age drin, genauso wie Oprah. Ist in Meditationsformen drin und auch darin, Bilder zu malen. The energy that surrounds Jesus is electric. I don't know if Jesus is real. I don't know if he lived. I don't know what he means. But the paintings of Jesus are really my desire to convey Christ consciousness. Das ist interessant. Er hat keine Ahnung, was Jesus meinte oder ob Jesus überhaupt gelebt hat. Und zuvor predigt er noch über Jesus. Aber es ist ihm wichtig, das Christusbewusstsein weiterzugeben. Seht ihr, wie konträr diese Aussagen sind? Und ich habe euch gesagt, dass er sehr, sehr stark im New Age drin ist. Er hat vor einigen Jahren mal auf der Maharishi Mahesh Yogi Universität gesprochen. Und dieser Maharishi Mahesh Yogi war derjenige, der durch die Beatles diese ganzen Meditationsformen und Yoga in die westliche Welt hineingebracht hat. Und Jim Carrey, er ist auch ein sehr, sehr starker Befürworter des sogenannten Law of Attraction, des Gesetz der Anziehung, wo du quasi dadurch, dass du dein eigenes Gut, was du in dir hast, wo die Bibel sagt, das haben wir nicht, in quasi Harmonie bringst mit dem Universum und den Energien, die dort sind, und dann kannst du Sachen quasi selber anfangen zu schöpfen. Er ist ein sehr starker Vertreter davon und er sagt, dass anderen Menschen das auch möglich ist. Wisst ihr, diese Menschen sprechen von Christus und viele Christen werden verführt und schauen sich ihre Filme an und wissen nicht, dass sie sich noch mehr dämonischen Aktivitäten öffnen. Und dann sagen Leute, ja, aber ihr habt ja gar keinen Spaß mehr. Ja? Das ist doch nur einfach Comedy. Und glaubt mir, Christen haben Spaß. Und es gibt einen sauberen und heiligen sogenannten Spaß oder ja, dass man Freude hat an Dingen. Und dass es nicht so ist, dass selbst wenn man über solche Themen spricht und mal ein bisschen ernsthafter darüber spricht, dass man keine Freude hat oder nicht lacht im Leben. Das tut man sogar sehr viel. Aber selbst diese sogenannte Komödie, die hier stattfindet, ist letztendlich immer wieder nur ein Brechen von Gottes Zehn Geboten. Ja? Und das sieht man nicht nur in den Rollen, die Jim Carrey selber spielt, sondern zum Beispiel auch in dem Fall unseres nächsten Schauspielers hier von Robin Williams,
der sich auch als Christ geoutet hat, der aber vor einigen Jahren tragischerweise Selbstmord begangen hat. Sie sagen, dass es Depressionen waren, aber sie stellen sich trotzdem die Frage, woher das Ganze wirklich kam. Weil, wenn wir ein bisschen recherchieren, dann sehen wir, dass er einmal sagte, dass er sehr viele Persönlichkeiten letztendlich in sich hat und es immer wieder spürt. Und er nicht alleine machte solche Aussagen, sondern es gab auch Leute wie zum Beispiel einen Johnny Depp, der mal sagte, dass er ganz viele verschiedene oder so viele verschiedene Charaktere in sich merkt und spürt, dass er manchmal gar nicht selber mehr weiß, wer er eigentlich selber ist. Ja? Oder auch Heath Ledger, der den Joker gespielt hat in dem Batman-Film The Dark Knight, der mittlerweile leider auch seit einigen Jahren durch einen Selbstmord nicht mehr unter uns ist. Und er sich vollkommen in diese Rolle hineinbegeben hat. Und ich glaube persönlich, dass er so voll war mit Dämonen, dass er letztendlich nachher gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und das ist sehr, sehr tragisch. Wisst ihr, als Jack Nicholson, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat damals auch den Joker mal gespielt. Als der interviewt wurde auf der Straße, ich habe dort einen Ausschnitt gesehen, da wurde ihm das erste Mal erzählt, dass Heath Ledger an diesem Tag verstorben ist. Wisst ihr, was seine erste Reaktion war? Er sagte, ich habe Heath angerufen, bevor er den Film gedreht hat, und habe ihm gesagt, Phil, dreh diese Rolle nicht. Nimm diese Rolle nicht an. Ich glaube, er wusste warum. Weil es eine Rolle ist, die so dämonisch ist. Und ich muss sagen, ich habe diesen Film damals gesehen, als ich noch in der Welt war. Und jetzt, ich spreche jetzt ganz weltlich. Ja, ist nicht biblisch. Aber wie er diese Rolle spielt, ist unglaublich gut. Aber heute verstehe ich, wer diese Rolle eigentlich spielt, warum das so gut ist, weil es das Fleisch anspricht und weil es Dämonen sind, die dort durch diese Menschen agieren und schauspielern und letztendlich das viele Menschen ihr Leben kostet. Ein anderer sehr bekannter Komödiant, mittlerweile auch seit einigen Jahren in Hollywood unterwegs, aber vorher durch die Fernsehserie King of Queens bekannt geworden, Kevin James, hat diese Serie auch sehr viel geschaut. Er sagt, alle guten Dinge kommen von Gott. Und ich möchte ihn ehren. Du möchtest nichts machen, was Gott nicht entehrt auf irgendeine Art und Weise. Aber ich glaube, und das haben wir jetzt schon festgestellt, dass selbst Comedy ja, immer wieder das Brechen der 10 Gebote offenbart. Ein anderer, nicht nur Komödiant, sondern jemand, der verschiedene Rollen schon in seiner Hollywood-Karriere angenommen hat, Will Smith, sehr, sehr bekannt. Auch er bekennt sich zum Christentum und hören wir mal in den folgenden Clip hinein, wo er gefragt wird, ja, ob er wirklich ein Mann des Glaubens ist und Jesus liebt. You a man of faith. You love the Lord. You can't get where I get if you don't love the Lord. Exactly. You don't get to sit how I sit and move how I move if you right. don't love the Lord. Exactly. Und die Frage ist aber, wie weit geht diese Liebe? Wenn wir uns nur einen seiner letzten Filme anschauen aus den letzten Jahren, ich könnte jetzt viele Beispiele bringen. Hier sehen wir Will Smith in seiner Rolle in Suicide Squad, wo dort ein Team von Verbrechern letztendlich herangerufen wird, um das Böse zu bekämpfen. Und sie werden dann zu den Helden. Und er spielt diese böse Person mit dieser Rolle und diesen Attributen. Und man könnte jetzt einiges zu diesem Film alleine sagen. Aber Will Smith selber ist auch vollkommen im New Age drin. Ja, in meiner Serie über das New Age zeige ich ihn auch, wie er auch dieses The Secret und Law of Attraction, dieses Gesetz der Anziehung gebraucht, um letztendlich selber sich mit dem Universum zu verbinden, mit diesem New Age Christus und Dinge letztendlich zu manifestieren. Ja? Wisst ihr, diese Menschen sind konstant damit beschäftigt, sich auf die eine oder andere Weise füllen zu lassen von diesen Dämonen. Oder sei es durch Drehbücher, die geschrieben werden in Hollywood, durch sogenanntes Automatic Writing. Wisst ihr, Aleister Crowley, ihr habt es auch schon gehört in dieser Woche, denke ich, war derjenige gewesen, der einiges zu sagen hatte über das Schauspielern. Ja? Der darüber sprach, dass letztendlich es spezielle Prinzipien gibt, dass du nur dorthin kommen kannst, wo auch ein Will Smith ist und wo er sagt, wo du gar nicht hinkommen kannst, wenn du Jesus nicht liebst. Aber letztendlich nicht Jesus, der Urheber dessen ist, sondern nach Aleister Crowley, dass es Leute sind, sondern dass gefallene Dämonen sind, dass Satan sind, die letztendlich eben dieses Schauspielern den Menschen beibringen und diesen Erfolg letztendlich beschert. Und wenn ihr euch
jetzt an diesen Clip erinnert. Ich habe euch noch mal gerade kurz diese zwei Bildschirmaufnahmen hier hin projiziert. Da wurde er, hat er gesagt, du kannst nicht dorthin kommen, wo ich bin, wenn man nicht den Herrn liebt. Und daraufhin wird die Antwort gegeben, genau. Frage erstmal, wozu ich zu dieser anderen Person komme. Wenn wir das sehen, wer hat wirklich den Erfolg dem Will Smith gegeben? Ich denke, das ist sehr deutlich, dass es nicht von Gott kommt, sondern dass es von Satan kommt. Und diese Person, die dort sitzt und dieses Interview mit ihm führt, diese Person haben wir bereits einmal im zweiten Vortrag uns angeschaut. Das ist Devon Franklin, ja, als wir über die Musiker gesprochen haben. Er ist Board-Mitglied einer Sonntags-Celebrity-Kirche. Und er ist Produzent in Hollywood. Und ich möchte einige Worte zu ihm sagen, weil er eben auch mein Glaubensbruder ist. Und die Bibel sagt uns, dass wir die Hüter unseres Bruders sein sollten. Und er ist Sieben-Tags-Adventist und er kennt unsere Botschaft. Und ich glaube, dass Gott uns eine Botschaft gegeben hat, die sich unterscheidet komplett von allen anderen Botschaften, die man in der Christenheit hört. Die ein ewiges, wahres Evangelium verkündet und die dreifache Engelsbotschaft in Offenbarung Kapitel 14, in Versen 6 bis 12. Und er kennt diese Botschaft und er arbeitet aber dennoch in Hollywood und er weiß und er arbeitet auch mit Leuten wie Will Smith zusammen. Und er kennt ja, die Finsternis, die Will Smith auf die Leinwand bringt, die Charaktere, die er spielt und sagt dann trotzdem noch, genau, das stimmt so. Du kannst nur dort sein, wo du bist, wenn du den Herrn liebst. Ich weiß nicht, wie weit Devon Franklin in seinem Herzen Finsternis zugelassen hat, aber es scheint mir sehr finster zu sein. Das möchte ich mit allem Respekt sagen, weil er mein Glaubensbruder ist. Ich ihn aber auch gerne mir wünsche für ihn, dass er diese Dinge und diese Blindheit überwindet. Wie kann man sagen, dass diese Dinge von Jesus Christus kommen, wenn Leute wie ein Will Smith Rollen spielen, wie in Suicide Squad und in anderen Filmen, die einfach konstant konträr sind zum biblischen Glauben? Und wisst ihr, wenn ich dann in meinen eigenen Reihen Menschen sehe, aus meiner eigenen Gemeinde, die das sogar noch befürworten, dass er dort sozusagen als Zeugnis in Hollywood auftritt, dann glaube ich, dass da große Finsternis herrscht bei einigen meiner Glaubensgebrüder. Und das ist sehr traurig. Und das sage ich nicht anklagend, sondern dass wir uns darüber Gedanken wirklich machen. Ja? Ich glaube eher, dass Devon Franklin diesen Lebensstil nicht aufgeben möchte, wo er drin ist. Und dass ihm diese Dinge, dieser Lebensstil kostbarer ist als Jesus Christus. Möchte nicht alles aufgeben für Jesus, der eigentlich alles aufgegeben hat für ihn. Und dann zu sagen, dass ich Mission dort betreibe, nicht am Sabbat arbeite und dass ich eben Menschen, auch wie Oprah und so weiter, vom Sabbat erzähle und so weiter, ist letztendlich nur ein Cover-up für, ja, dass ich nicht diese Dinge für Gott aufgeben möchte. Ja, ich kann so viel über den Sabbat reden, wie ich will. Es bleibt ohne Resultat, wenn Gott das nicht segnen kann. Wisst ihr, die ganzen Juden halten den Sabbat bis heute. Nützt es ihnen was, wenn sie Jesus Christus nicht im Leben haben? Gar nichts. Auch am Ende der Zeit, wenn das Mahlzeichen des Tieres kommt. Du kannst selbst den Sabbat halten. Selbst als Jude oder Sieben-Tags-Adventist oder was weiß ich. Wenn du Jesus Christus nicht hast, nützt dir auch der Sabbat dann nichts. Weil er der Autor des Sabbats ist. Du hast Jesus, nur wenn du Jesus Christus wirklich hast, hast du auch den Autor des Sabbats. Deshalb Menschen, ja, auch in meiner eigenen Gemeinde, die das Ganze hier unterstützen, machen sich selber schuldig damit. Das sollte uns bewusst sein. I want to thank God. I always do that when I'm up on a big platform in front of a bunch of young faces. I say, I love God. That's my thing. I love him. And you should too. Number six, God is real. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. Und das ist Chris Pratt. Er ist auch ein Hollywood-Schauspieler. Er wurde 2015 als einer der 100 einflussreichsten Menschen gewählt. Und er spricht aber interessanterweise sehr offen auf der einen Seite über seinen Glauben, spricht aber niemals von Reue vor Gott. Genauso wie sein eigener Pastor, ich habe das mal recherchiert, auch nie tut, ja, irgendwie die Finsternis aufzudecken. Was unbiblisch ist, was wir auch tun sollten. Wir sollten über diese Dinge sprechen. Aber wenn man sich mal die Frucht von Chris Pratt anschaut und die Filme, die er so dreht, wie zum Beispiel in Passengers, dann sind es Szenen, wo er nackt oder fast nackt zu sehen ist, zusammen hier mit einer Frau. Und diese Dinge natürlich von ihm gefordert werden, dass er diese Szenen auch dreht. Ja? Und es ist klar, wenn er das nicht tun würde, wird Hollywood einfach sagen, ja gut, dann holen wir jemand anderen. Ja? Wird der Geldhahn quasi zugedreht. Und dann kannst du immer noch so viel Geld an Wohltätigkeitsinitiativen spenden und so weiter.
aber trotzdem nicht den Segen Gottes erhalten. Sag mal, ihr, die ihr verheiratet seid, oder ja, selbst wenn mein Partner nur so eine Szene spielen würde, würdet ihr euch wohlfühlen damit? Nein. Ich würde auch ganz entschieden sagen, nein. Selbst wenn es nur in dem Sinne gespielt wäre. Ja? Ich meine, diese Geschichten machen ja was mit uns. Wir werden euch anschauen, verändert. Ja? Und ich frage mich auch, seine Frau, die wir auch hier sehen von Chris Pratt, Catherine Schwarzenegger, die Tochter von Arnold Schwarzenegger, was sie über das Ganze denkt. Sie bekennt sich auch zum Christentum. Aber ich frage mich, was sie so denkt, wenn sie ihren Mann da so nackt mit einer nackten Frau dort sitzen sieht. Ja? Oder liegend und die nackte Frau dort auf ihm sitzt. Was für ein Evangelium ist das, was hier gepredigt wird? Wisst ihr, wenn einer dieser Promis mal aufstehen würde bei diesen Auszeichnungen, die sie immer bekommen, würde den Menschen wirklich sagen, dass das nicht in Ordnung ist, dann würde keiner mehr applaudieren. Die Karriere wäre schnell vorbei. There's nothing like having a relationship with God yeah. to like bring up, like whenever you're going through a sticky situation, you know that no matter what, if your family's not there, you've got the Lord. And I had no idea that you guys were such hardcore Christians. Yeah. You know, I think we're more spiritual. Mm-hmm. I think we really believe in like the afterlife and heaven and auch diese Person und die Familie, die sie vertritt, Kim Kardashian und die Kardashians, nutzen letztendlich auch den Namen Jesu nur, und das sehen wir jetzt gleich, um sozusagen weltlichen Erfolg zu haben. Aber die Bibel verbietet uns im dritten Gebot, dass wir den Namen Gottes nicht verunehren sollen. Nun, die Kardashians, sie sollen sozusagen Hardcore-Christen sein. Und ich glaube, dass der Interviewer oder diese Frau das nicht erkannt hat, weil es kein Wunder ist, dass, wenn man sich nämlich diese Bilder anschaut, und hier heißt es The Kardashians, der christliche Glaube der berühmtesten Familie der Welt. Es ist kein Wunder, dass das nicht auffällt, weil durch diese Show, diese Family Show, ja, diese Reality Show, die mittlerweile schon 20 Staffeln herausgebracht hat, hat einen so enormen Einfluss auf Menschen und porträtiert Jesus Christus auf eine vollkommen falsche Art und Weise durch das Leben, das Zeugnis, was sie sozusagen als Christen geben. Hier heißt es in der Überschrift, dass die Kardashians Hulus meist angeschaute Premiere hatte in Amerika. Und wenn ihr euch dieses Bild anschaut, dann möchte ich euch die Frage stellen, warum ist das so? Ja, warum wird diese Show so stark geschaut? Das liegt einfach daran, weil wir dort einen Club von sehr zügellosen Frauen sehen. Und deshalb funktioniert das. Das ist ganz einfach, das ist eine einfache Rechnung. Weil die Lust des Fleisches, der gefallenen Natur angesprochen wird und der Teufel ganz genau weiß, wie die gefallene Natur denkt, wie sie funktioniert und wie man sie letztendlich dadurch ruinieren kann. Aber es ist halt heute hip in Hollywood, ja, sich als Christ zu nennen, die Leute applaudieren und alles das. Das haben wir auch schon im zweiten Vortrag gesehen mit den Musikern. Aber es ist kein Wunder, woher das Ganze kommt. Dieses Verlangen, höher zu sein, ja, gesehen zu werden, das wurde bei Kim Kardashian sehr, sehr früh schon eingepflanzt und sie hat es schon sehr, sehr früh preisgegeben, dass sie immer berühmt sein wollte. Was bedeutet natürlich, dass der Fokus auf mich gelegt wird, anstatt auf Jesus Christus. I'm gonna get a tape of this because I hope you do so you can see me when I'm famous and older and remember me. I'm this beautiful little girl. I love it. Everyone loves me. So I'm so popular. I want jeder soll sie lieben. Ja. Das ist der Fehler, wenn wir unsere Liebe bei Menschen suchen, das Ansehen bei Menschen zuerst anstatt bei Gott. Unsere Beziehung zu Gott erst haben. Nun, Kim Kardashian ist also Teil dieser Kardashian-Familie. Sie ist selber eine amerikanische Unternehmerin, eben Teilnehmer dieser Reality-Show, Influencerin, Model und auch Schauspielerin und kurze Zeit verheiratet gewesen mit Kanye West. Und hier heißt es in der Überschrift, dass Kim Kardashian über ihren Glauben an Gott spricht und dass sie jeden Abend mit ihrer Tochter betet. Nun, aber welches Beispiel gibt sie als Mutter ab ihrer Tochter? Just really spiritual, yeah. And my whole family is, and we just live our lives like that. We just try to be good people and respect other people and mm-hmm. be kind. Well, that's a Christian. And that is, yeah, like, you know, really, we grew up really Christian. Because that's so who we are. I mean, we all, like, you know, have little Bible calendars on, you know, by our sinks, all of us, and we wash our face every morning, and we have our, you know,
we love to read. We love reading spiritual books. I mean, just people that we love and that we, you know, when I'm out of town, I look at my pastor's website and I watch. But do you think that that's what's coming across on TV? No. You make for a good show. I think we do, like, tweet a lot of spiritual things. Mm-hmm. I know I'll tweet, you know, like, if I wake up one morning and I just feel spiritual, like, thank you, God, for opening my eyes to something. Like, I'll tweet mm-hmm. that, and then, you know, so many people give a reaction. Habt ihr Oprah gehört, wie sie zwischendurch mm-hmm. sagte oder fragte? Also, ihr macht das für eine gute Show. Mm-hmm. Ich glaube auch, dass es Show ist, ja? Und wie gesagt, Gott ist der Richter, aber wir sollen die Frucht sehen. Und alles Mögliche für sie ist jetzt geistlich, selbst wenn sie morgen aufwachen, ja. Aber geistlich zu sein oder spirituell zu sein, wie das heute oft gesagt wird, ist in dem Sinne nicht genug. Auch ein guter Mensch sein ist nicht genug, wenn das nicht diese Frucht durch Jesus Christus produziert werde und mein Herz sich verändert. Und das, was sie eigentlich zum Ausdruck bringt oder diese Schwestern, ist ein ziemlich, das ist eigentlich sehr traurig, ein ziemlich, ziemlich flaches und leeres Christentum, was sie hier erleben oder haben möchten oder sich für entschieden haben. Ja? Wie gesagt, ich stehe morgens auf und wenn ich mich dann geistlich fühle, spirituell fühle, dann poste ich das auf Twitter oder keine Ahnung wo. Ja? Tweete ich das oder was weiß ich. Ich fühle mich gerade irgendwie spirituell. Ich glaube, wenn man morgens aufstehen würde, mein Leben, man sein Leben erstmal Christus wirklich weihen würde und in den Heiligen Geist flehen würde, und dass man darum bittet, Gottes Willen zu tun. Ich glaube, dann würde man sich nicht einfach nur spirituell mal fühlen, sondern würde wirklich einen Frieden und eine Wahrheit erfahren, die Gott gerne jedem Menschen schenken möchte. Ich habe mir andere Clips von ihnen angeschaut, auch von Kim Kardashian, wo sie darüber spricht, soweit ich verstanden habe, dass diese Familie auch letztendlich mit Medien zu tun hat, also im Sinne von, mit Geistern zu tun hat, mit Dämonen zu tun hat und so weiter und sie diese Dämonen auch anrufen. Und es ist interessant, dass zur gleichen Zeit ja viele Christen sich diese Shows auch anschauen, denken, dass sie Christen sind und dass wenn die einfach immer mal wieder alle paar Monate ihre Partner wechseln, kein Christ was dazu sagt. Auch als Kim Kardashian ihren ehemaligen Mann Kanye West, als sie sich getrennt haben voneinander, da ist die Bibel ganz klar, dass wenn das nicht durch Ehebruch geschehen ist, und soweit ich informiert bin, geschah es nicht durch Ehebruch, dass Kanye West fremdgegangen ist, dann dürfte diese Frau nach der Bibel nicht mehr heiraten. Jesus Christus ist ihr Ehemann dann. Aber das sind alles Dinge, die trotzdem propagiert werden und natürlich keine Rolle spielen, weil man will ja im Rampenlicht spielen. Sie möchte ja, dass jeder sie letztendlich liebt. Das Interessante, Matthäus 6 in der Bergpredigt sagt Jesus uns, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Always been a car girl. I love cars and I really wanted something different. I wanted my cars to kind of blend in. My house is gray and I wanted them to kind of match the house. So I did all gray cars instead of my typical matte silver that I used to do. Diese Sorgen hätte man gerne, oder? Wisst ihr, wo ihr Schatz liegt? Ihr Schatz liegt, was ist der nächste Vertrag? Wie viel Geld mache ich damit? Welches Lied werde ich als nächstes singen? Welchen Filmangebot bekomme ich als nächstes? Welche Farbe? Passt die Farbe meines Autos zusammen mit den Gardinen in meinem Haus? Gott wird uns richten. Ich weiß, klingt jetzt lustig, aber Gott wird uns richten nach der Zeit, die wir das gebraucht haben, weil es einfach offenbart, wo wir wirklich mit Gott stehen. Ob uns diese kostbare Perle des Evangeliums von Jesus Christus so viel wert ist, dass wir bereit sind, alles aufzugeben. Ich hoffe, da wird mal einer klopfen und fragen, bist du bereit, das alles aufzugeben für mich, um mir nachzufolgen? Jesus sagt nicht umsonst, dass es dem Reichen schwerfällt, ins Himmelreich zu kommen. Nicht, dass es unmöglich ist, aber weil die gefallene Natur nach diesen Dingen einfach verlangt, wenn ich mich nicht Gott unterstellt habe. Ja? Ich glaube auch, dass sie ist ja auch eine sehr starke Befürworterin und ihre Familie der ganzen LGBT-Bewegung, wenn sie dagegen aussprechen würden, gegen dieses unbiblischen Lebensstil, dann würden sie sehr schnell diese Sachen eben alle verlieren. Ja? Und die Menschen, die sie lieben, ja, auch Christen, die sie lieben, wenn sie so sehen,
Dann ist es auch oft so, dass natürlich, wenn sie sich diese Sachen anschauen, auch irgendwann, ja, du dieses Verlangen bekommst, auch so einen Lebensstil zu leben. Auch diese Dinge zu haben, zu denken, oder wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht wirklich erfüllt sein und glücklich sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich warte lieber auf die Städte, die Jesus bereitet hat für mich. Ja, möchte lieber in dieses Haus einmal einziehen und den größten Preis Jesus Christus natürlich bekommen. Und ich glaube, dass wir nicht, wenn es vielleicht einem von uns geht, so, dass wir nicht irgendwie enttäuscht oder traurig sein sollten, dass wir nicht so einen Lebensstil hier auf Erden haben können. Ja? Die Bibel sagt uns ganz deutlich, wenn wir ins Heiligtum hineinschauen, sehen wir das Ende dieser Leute. Und das sollte uns bewusst sein. Christen, die sich sowas anschauen, diese Show sich anschauen, die müssen eines Tages Bericht davor geben, Rechtfertigung vor Gott, warum sie ihre Zeit mit diesem Müll verbracht haben. Die Bibel sagt uns, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung. Und dann sagt es uns in 1. Petrus, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Wisst ihr, wenn wir uns Kim Kardashian oder auch ihre Familie anschauen, die schauen fast immer wie perfekt aus, oder? Ich würde sagen, wie so geleckt aus. Einfach wie perfekt aus. Ja? Da kann man natürlich jetzt drüber streiten. Aber es ist natürlich ein Bild, was natürlich die meisten Männer anspricht. Ja? Und was sich natürlich dementsprechend halt auch verkauft. Und wenn Frauen sie sehen und denken, wow, was die haben, ja, das möchte ich auch haben. Diese Stellung, diese Partner, diesen Reichtum und all diese Dinge. Aber die Bibel sagt uns hier ganz deutlich in diesen Texten, dass wir uns, wie unser Verhalten eigentlich sein sollte. Wir sollten uns auch als Christen absolut sauber kleiden, ja, sollten eine Hygiene natürlich pflegen, ja, sollten nicht rumlaufen wie, keine Ahnung, wie in einem Müllsack oder so. Wir sollten zeitgemäß in dem Sinne, ohne dass es das auf uns fokussiert wird, sollten wir uns ordentlich kleiden. Ja? Ist alles in Ordnung, ist alles im Rahmen, wie die Bibel das sagt. Aber die Bibel sagt uns auch, und denkt mal darüber nach, wie viel Zeit hier verbracht wird, an Zeit, an Geld, was da reingesteckt wird, dass man vor dem Spiegel steht, dass man sich teure Kleidung kauft, das ganze Make-up, was man sich ständig immer wieder kaufen muss. Und Gott wird eines Tages über diese Dinge richten, über das Zeit und Geld, wie wir sie verbracht haben. Und welchen Einfluss wir natürlich damit dann wieder auf andere ausgeübt haben, ob wir Lustobjekte waren oder ob wir ein Hinweis auf Jesus Christus gewesen sind. Ja? Ich weiß nicht, ob wenn jemand sie sieht, dass er sich denkt, meine Güte, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Ja? Und es ist interessant, das möchte ich euch jetzt noch zeigen. Die Bibel sagt uns, spricht von einem Charakter in der Bibel, und zwar von dem König Ahab, der die Bibel als keinen guten König bezeichnet. Und der war verheiratet gewesen mit einer sogenannten Isabel, die einen Charakterzug hatte oder einen Charakter hatte, der so böse war und wo es auch ein Ende mit ihr genommen hat. Und die Bibel ist ein interessantes Merkmal uns gibt zu ihrem Tod. Das lesen wir mal in 2. Könige 9, Vers 30. Da heißt es, als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schminkte, im Englischen steht da Make-up, da schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Das ist ein interessantes Detail. Ja? Jesus sagt, dass sie den Namen haben, dass sie leben, aber letztendlich tot sind. Es ist nicht das Muster des selbstverleugnenden Jesus Christus, was hier wiedergegeben wird, sondern es sind Werkzeuge Satans, die sich niedergekniet haben vor dem Gott der Mode sozusagen. Ja. Aber andere nehmen sie als Beispiel und folgen ihnen nach und verlieren so das ewige Leben. Zur gleichen Zeit, wenn sie sich nicht so geben würden, dann wären sie ein klarer Pol, eine klare Ausrichtung zu wissen, diese Menschen würde ich nicht nachfolgen. Ja. Wenn sie sich nicht als Christen genannt hätten. Aber diese Unterscheidung ist so vermischt und genau das ist das, was Satan möchte. Damit man denkt, man folgt Jesus und weiß nicht, dass man arm, jämmerlich, blind und bloß ist. Auch wenn man schön aussieht. 1. Johannes sagt uns, sie sind aus der Welt. Darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie.
Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und sie möchten Freunde der Welt sein. Aber der Schöpfer aller Dinge braucht nicht die Hilfe des Feindes, um das Evangelium wirklich zu verkünden. Ja? Gott bittet nicht um ein Opfer der Boshaftigkeit, was wir ihm geben sollen. Und er akzeptiert auch nicht das Opfer, das letztendlich anderen Göttern hier gegeben wird. Denn das ist das, was hier passiert. Jesus Christus ist der Autor, selber derjenige, der eine Wand gemacht hat, der Trennung zwischen dem, was heilig ist und dem, was unheilig ist. Hier heißt es in der Überschrift, Megan Fox spricht über die Erfahrung, in Zungen zu sprechen und hasst ihr Sexsymbol-Label. Nun, das tut mir nicht leid, denn was soll ich denn erwarten, wenn ich rumlaufe, es tut mir leid, wie eine Hure, und mich so gebe. Tut mir leid für die starken Worte, aber die Bibel benutzt es auch. Wenn ich mich selber so nach außen gebe, in Filmen, in Darstellungen, mich so porträtieren lasse, dass ich einfach nur als Lustobjekt dastehe, was soll ich erwarten, ja? Wenn andere Männer, die eine gefallene Natur haben, sich als Sexsymbol sehen und Frauen sie als Beispiel nehmen, ja? Es ist interessant, es heißt ja in diesem Bericht, wenn wir uns das anschauen, dass sie eine pfingstlerische Gemeinde besucht. Und sie spricht in diesem Artikel, ihr könnt es doch selber für euch durchlesen noch, wenn ihr das Video anhaltet, dass sie von ihrer Erfahrung spricht, dass sie dort in dieser Pfingstgemeinde auch das Zungensprechen praktiziert hat. Und das ist ganz interessant, weil ich habe vor einiger Zeit mal Vorträge dazu gemacht, und zwar zu der Zungenrede und eine Sprache, die der Himmel nicht versteht. Und die Zungenrede, muss man erstmal sagen, ist eigentlich ein biblisches Konzept, eine Gabe, die Gott geben kann, um Menschen letztendlich zu Missionszwecken zu helfen, eine andere Sprache zu sprechen, die ich vorher nicht gesprochen habe. Das sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und das ist auch die einzige Definition, was wirklich biblische Zungenrede ist. Die Zungenrede, die sie meint, die in diesen pfingstlerischen Kreisen abgehalten wird, ist eine dämonische Zungenrede, die man nicht verstehen kann. Dämonischen Ursprung. Es kommt aus dem Voodoo, aus okkulten Kreisen. Und jetzt ratet mal, was jetzt passiert ist mit denen. Hier heißt es in der Überschrift, ich tue Rituale. Megan Fox nimmt teil an okkulten Offenbarungen. Sie und ihr Mann Machine Gun Kelly trinken gegenseitig ihr Blut. Was sie gemacht haben, ist, dass sie nach Costa Rica gereist sind und haben dort quasi eine Erfahrung gehabt nach ihren Worten, wo sie sich übergeben haben in dieser Erfahrung. Und sie glauben natürlich, dass das irgendwie zu Therapiezwecken war, verstehen aber nicht, dass sie sich dort dem Teufel noch mehr geöffnet haben. Und sie ermutigen auch andere, das Gleiche zu tun. Ja? Sie lehren auch unter anderem ihren Kindern, bringen sie bei. Also sie haben, glaube ich, keine gemeinsamen Kinder, aber Megan Fox hatte aus erster Beziehung oder Ehe schon Kinder. Auch letztendlich, dass der LGBT-Lifestyle in Ordnung ist. Und wenn wir uns mal ganz kurz gerade mit Machine Gun Kelly, er ist zwar kein Filmstar, aber der Mann von Megan Fox, mal kurz gerade uns ihn unter die Lupe nehmen. Er hat eine interessante Aussage gemacht in 2020. Er ist selber Musiker, er sagt, ich verbinde mich mit einer anderen Dimension oder einer höheren Frequenz, die einfach mühelos die Kreativität nährt. Und nachdem wir uns jetzt Denzel Washington angeschaut haben, nachdem wir uns jetzt Oprah angehört haben und andere, ja, Robin Williams, Johnny Depp, Heath Ledger, von was lässt er sich denn da füllen? Was passiert da, dass diese Kreativität einfach aussprudelt? Er sagt dann, die Songs tauchen einfach auf und wir hören sie und hinterher denken wir, woher ist das Ganze gekommen? Woher kam das auf einmal? Woher kommt diese Inspiration? Wisst ihr, ich habe mich manchmal als Musiker auch gefragt, wie kann das sein, dass diese Leute, natürlich gibt es unterschiedliche Gaben und Talente, aber ich habe mich manchmal auch gefragt, wie kommen die auf diese Ideen? Heute verstehe ich als Christ, genauso wie wenn jemand einen guten Vortrag und eine gute Präsentation hält und diese Person im Reinen mit Christus lebt, kann Gott das wirklich mächtig wirken lassen. Kann Ideen schenken im Vorhinein oder wenn ich jetzt hier spreche. Dass der Heilige Geist, deshalb bitten wir auch vorher, dass der Heilige Geist wirklich führt und dass es nicht menschliche Gedanken sind, die man weitergibt. Ja, in der Ausarbeitung und auch wenn man jetzt hier steht. Genauso ist es bei Satanisten auch, die sich einfach füllen lassen mit Gaben sozusagen, um Menschen letztendlich natürlich in die Irre zu führen. Aber was hier genau passiert, ist das sogenannte Automatic Writing. Ja?
es automatisch hier letztendlich niedergeschrieben wird und Ideen kommen, ist einfach auch nur was anderes wie Channeling, ja? Dass die Geister, wie Denzel Washington das beschrieben hat, aufgenommen werden. Und viele, viele Musikstars und Filmstars haben es hiermit zu tun, ja? Nicht umsonst, dass Aleister Crowley über diese Dinge geschrieben hat und diese Leute das produzieren oder praktizieren, muss ich sagen. Und Machine Gun Kelly, ich will mich jetzt nicht weiter mit ihm beschäftigen, ich werde nochmal eine Präsentation über ihn alleine machen. Er ist ein interessanter Charakter in diesem Zug, aber es ist einfach nur teuflisch, ja, dieser Mann von Megan Fox. Wisst ihr, ich glaube, ein wahrer Christ würde niemals diese Filme schauen oder überhaupt als Direktor in Hollywood arbeiten oder überhaupt irgendwie es angehen, Schauspieler oder sowas zu werden. Ja, es ist immer wieder das Brechen der 10 Gebote. Und es ist kein Wunder, dass man nur dort oben hinkommt, so wie Will Smith gesagt hat. Er sagt zwar, dass es durch die Liebe zu Jesus kommt, aber Aleister Crowley sagt uns ganz deutlich, dass du, wie man Schauspielern wirklich praktizieren kann, um dort anzukommen und Satans Agenda durchzuführen. Liebe Leute, lasst uns nicht täuschen. To thank God for just this experience and for my family and my friends and for my boyfriend that's here with me tonight. Now, first off, I want to thank God because that's who I look up to. He has graced my life with opportunities that I know are not of my hand or any other human hand. Here with the ease and grace I have in my heart without my Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you. God, I love you. Hallelujah. Thank you, Father God, for putting me through what you put me through, but I'm here and I'm happy. God who believes in us all and who's given me this moment in this lifetime that I will hopefully carry to the end of my lifetime into the next lifetime. Wisst ihr, jedes Mal, wenn jemand Neues, dieser Celebrities nach vorne kommt und Gott dankt für diesen Preis, ist interessant, dass sie immer wieder von den Menschen geliebt werden. Aber was ist mit Jesus passiert? Was ist mit Paulus passiert? Was ist mit Petrus passiert? Was ist mit Johannes dem Täufer passiert? Was ist mit Jeremia passiert? Was ist mit Jakobus passiert? Sie sind alle getötet worden wegen ihres Glaubens. Sie haben keine Auszeichnung bekommen, sind nicht von den Menschen geliebt worden, die nicht erfüllt waren vom Geist Gottes. Jesus sagt, dass wenn wir ihn wirklich lieben, wird die Welt uns hassen. Wir haben es eben gelesen. Daher, da muss hier etwas vollkommen falsch laufen, ja? Wenn überhaupt, das sage ich euch ganz ehrlich, ich bin sehr, wie sagt man nochmal im Deutschen, suspicious, sehr, ich schaue genau hin, es gibt ein anderes Wort dafür, fällt es gerade nicht ein, ja, ich schaue genau hin, wenn ein Christ von sich behauptet, Christ zu sein, aber von der Welt letztendlich gelobt wird. Misstrauisch. Misstrauisch, danke schön, bin sehr misstrauisch, ja, suspicious. Das ist das Wort, genau. Ich glaube nicht, dass Gott, und das wird uns hier hoffentlich klar, dass Gott nicht derjenige ist, der Hollywood hier benutzt, sondern dass es der Gott der Welt ist, um Menschen zu täuschen, dass Satan angebetet wird. Wisst ihr, Gott möchte auch angebetet werden, aber nicht, weil er uns geschaffen hat, um der Anbetung willen, sondern weil er weiß, dass wir diese Anbetung brauchen. Und Satan versteht das und er möchte eben angebetet werden. Er braucht diese Anbetung im Gegensatz zu Gott, ja, oder meint, dass er sie braucht. Aber Gott, der natürlich derjenige ist, der Talente gibt, ja, der Stärke schenkt. Das haben wir durch die ganze Vortragsreihe jetzt gesehen. Gott, der, und wo die Celebrities das immer behaupten, dass es von Gott kommt. Natürlich schenkt Gott die Gaben, ja, für Musik und keine Ahnung, für all diese Sachen. Aber die Frage ist, wie wir sie halt wirklich einsetzen. Ob ich jemanden jetzt in die Fresse haue und sage, Halleluja, die Gabe hat Gott mir gegeben. Oder wenn ich jetzt ein Lied singe, wo ich Gott absolut, ja, wie Carrie Underwood oder die Leute, die wir uns angeschaut haben, Gott verunehren, dann ist es einfach komplette Finsternis und komplette, ich muss so sagen, Dummheit, wenn wir glauben, dass das von Gott kommt. Ja? Und da braucht es Bekehrung und wirkliche, echte Reue ist notwendig. People come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. It's all I can say is suck it, Jesus. This award is my God now. Ist eine sehr, sehr arme Frau, muss ich sagen. Aber sie sagt die Wahrheit. Es ist tatsächlich so. Sie sagt die Wahrheit hier, Kathy Griffin, dass Jesus überhaupt gar nichts mit Hollywood, Oscar-Verleihungen, mit diesen Filmen zu tun hat. Es ist reiner Götzendienst.
Und all das kommt von Satan. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Und er sagt auch die Wahrheit. Und ich möchte euch jetzt abschließend noch eine Person zeigen, von der man nicht erwarten würde, dass es ein Schauspieler ist, aber ich muss sie euch noch zeigen, weil ich glaube, dass diese Person nicht auch nur von Satan regiert wird. Das sage ich deshalb, weil die Bibel das so sagt, sondern weil ich glaube, dass er wirklich der größte Schauspieler vor der Welt ist und in diesen letzten Tagen durch seine Schauspielerkunst und das Amt, was er innehält, die Welt in eine große Täuschung führen wird. Und zwar spreche ich von dem Amt des Papsttums. Und wir lesen hier in der Überschrift, dass Papst Benedikt, der jetzt vor einigen Tagen gestorben ist, dass er seinen ersten Tweet am 12. Dezember 2012 getätigt hat und im Jahr 2020, dass letztendlich diese Zahlen der Tweets der Pontifex schon auf 27 Milliarden angestiegen ist. Seht ihr diesen Einfluss? 27 Milliarden. Und die Menschen sagen heute, der Katholizismus hat keinen Einfluss mehr. Aber biblische Prophetie sagt uns ganz deutlich, dass wir diese Person und dieses Amt studieren müssen. Weil alles das, was wir hier sehen, sieht so christlich nach vorne aus. Und wie viele Sportler, wie viele Filmstars, wie viele Musiker haben wir gehört, die sich zum Katholizismus bekennen. Und damit will ich nicht alleine sagen, dass der Katholizismus an sich ein Problem hat. Wir haben auch gesehen in evangelikalen Kreisen, dass da ein Problem herrscht, wenn es ums Evangelium geht. Ja? Aber diese Person, die dieses Amt innehält, jetzt heute Papst Franziskus, in einer Reihe von Päpsten, die behaupten, dass sie die Repräsentanten Gottes sind auf Erden sogar, wo die Bibel ganz klar sagt, dass der Heilige Geist der Repräsentant Jesu Christi ist. Diese Leute aber eine Masse an Nachfolgern haben, selbst außerhalb des Katholizismus. Und viele haben schon heute danach gefragt, dass er doch der Leiter, der Weltleiter sein sollte, dass wir einen solchen Weltführer brauchen. Aber ich denke, ein tieferes Studium des Wort Gottes wird uns offenbaren. Das werden wir jetzt an dieser Stelle nicht tun, aber seid ermutigt, auch durch einige Vorträge, die wir im Internet finden, auch auf meinem Kanal, das Papsttum wirklich zu studieren, weil es eine Natur hat, das größte Schauspiel an diese Welt weiterzugeben. Das Papsttum ist in all diesen Dingen, sei es Hollywood, sei es in der Musikszene, sei es im Sport, überall involviert durch die Jesuiten, um ein Ziel zu verfolgen, die Welt in ein Schauspiel hineinzuführen, dass sie nachher selbst an den Punkt kommen, dass sie glauben, dass wenn sie die echten Christen, die sich hier drauf berufen und keine Kompromisse machen, dass sie glauben, dass wenn sie sie töten, Gott sogar damit einen Gefallen tun. Und diese Person ist Haupt, dieses Amt ist Haupt einer Kirche, die im absoluten Heidentum verankert ist. Hier heißt es, dass die Twitter-Posts sozusagen des Papstes mittlerweile 53,5 Millionen Followers hat und in 9 Sprachen mittlerweile zugänglich ist. Ich möchte euch ihn erwähnen, weil ich glaube, dass wir in dieser Zeit ein Auge haben sollten auf ihn und auf dieses Amt. Und ich möchte abschließend jetzt euch ein Beispiel geben, und zwar ein positives Beispiel nach so viel Negativität, die wir gehört haben. Ich habe euch immer wieder durch den Vortrag gesagt, dass ich glaube, egal ob ich im Sport bin, in der Musik bin, im Film bin und ich wirklicher Christ wäre und Christus von ganzem Herzen suche, dass mir diese Dinge bewusst werden, dass sie nicht in Übereinstimmung sind mit Gott. Und es gibt, ich möchte euch ein Beispiel zeigen von einem jungen Schauspieler, der eine echte Bekehrung hatte, so glaube ich das, weil man es in seinen Worten hört. Schaut mal, was er gleich zu sagen hat. Ich möchte ihn euch erst vorstellen. Angus T. Jones, der die Rolle des Jack gespielt hat in der jahrelangen Sitcom Two and a Half Men. Er hat dort von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter diese Rolle, dieses Jack, gespielt. Und schaut mal, was er heute zu sagen hat über diese Show. I'm on Two and a Half Men. I don't want to be on it. Please stop watching it. Please stop filling your head with filth. It's bad news. It's bad news. If I'm doing any harm, I don't want to be here. I don't want to contribute to the enemy's plan, because people will see us and be like, oh, I can be a Christian and be on a show like Two and a Half Men. You cannot be a true God-fearing person and be on a television show like that. Ich kann dem nichts hinzufügen.
einfach nur Amen dazu sagen, was er sagt. Ja? Es ist kompletter Müll. Das ist, was es ist. Und er hat absolut recht mit dem. Die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 8, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Habt ihr gehört, wie er gesagt hat? Man kann nicht echter Christ sein und Teil sein von einer solchen Show. Weil er verstanden hat, dass es absolut konträr ist, was dort wiedergespiegelt wird mit dem Charakter Gottes und Menschen verführt. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener Jesus Christus gewandelt ist. Er ist unser großes Vorbild. Und ich glaube, dass wenn wir die Bibel lesen, die Bibel so deutlich ist, wenn ich es ernst meine mit Gott und ich mich nicht verstecken kann, ja, hinter irgendwelchen Rollen und so weiter, dass Gottes Volk aufgerufen ist, wie es auch in 2. Petrus 2, Vers 9 heißt, ein besonderes Volk zu sein, was sich unterscheiden soll eben von der Welt und ihren weltlichen Praktiken. Und da wir in den letzten Tagen erleben, glaube ich, wie wichtig das ist, immer mehr danach zu streben, Jesus Christus, den wahren Christus der Bibel, wirklich zu imitieren, dadurch, dass wir an ihn glauben, ihn lieben und durch Glauben seine Verheißungen annehmen und so wandeln, wie es hier heißt, wie er gewandelt ist. Unser letzter Bibeltext, Matthäus 16. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sind wir bereit dazu, das zu tun? Lass mich abschließen mit einer, wie ich glaube, inspirierten Aussage. Die Welt ist reif für ihre Zerstörung. Gott kann die Sünder nur noch ein wenig länger ertragen. Sie müssen den Kelch seines Zornes unvermischt mit Barmherzigkeit trinken. Diejenigen, die Erben Gottes und Miterben des unsterblichen Erbes mit Christus sein werden, sind etwas Besonderes. Ja, so besonders, dass Gott sie als die Seinen kennzeichnet, als die ganz Seinen. Glaubt ihr, dass Gott ein Volk annehmen, ehren und anerkennen wird, das so sehr mit der Welt vermengt ist, dass es sich von ihr nur durch den Namen unterscheidet? Lest noch einmal Titus 2, 13 bis 15. Das ist unsere Hausaufgabe. Bald wird man wissen können, wer auf der Seite des Herrn steht, wer sich nicht für Jesus schämt. Diejenigen, die nicht den moralischen Mut haben, ihre Position gegenüber den Ungläubigen gewissenhaft zu vertreten, die Moden der Welt zu verlassen und das selbstverleugnende Leben Christi nachzuahmen, schämen sich seiner und lieben sein Beispiel nicht. Meine Lieben, ich denke, es ist genug gesagt durch diese kleine Serie, die wir hatten, wo wir uns verschiedene christliche Stars angeschaut haben, aus verschiedenen Genres und Bereichen der Kultur und Gesellschaft, dass uns bewusst geworden ist, dass es nicht einhergeht, uns vorzubereiten, wie wir auch gerade hier gelesen haben, auf die Wiederkunft Jesu. Ja? Ich denke, dass es notwendig ist, und das ist mein Gebet jetzt abschließend, dass wenn wir erkannt haben, dass ich in einem dieser Bereiche einen Mangel habe, dann sei dankbar, weil es die Liebe Gottes ist, durch den Heiligen Geist nach Johannes 16, Vers 8, die dir diese Dinge aufzeigt, weil Christus gerne die Hand ausstreckt nach dir und du und sich danach sehnt, dass du diese Dinge für ihn aufgibst und wirklich in Frieden und Freiheit erlebst. Aber dafür ist es wichtig, dass wir uns komplett von diesen Dingen, komplett, keine Kompromisse, von diesen Dingen entfernen und uns von diesen Dingen trennen. Wir können nicht zwei Meistern dienen, zwei Herren, sagte unser Herr Jesus. Ja? Selbst wenn wir die ganze Welt gewinnen und doch Schaden an unserer Seele nehmen, was nützt das Ganze? Ich möchte euch einladen, dass wir so ehrlich zu Gott kommen und ihn darum bitten. Unser Vater im Himmel, von ganzem Herzen möchten wir dir danken für diese Studienserie, wo du uns nochmal erinnert hast, aufgefrischt, aber auch Neues offenbart hast darüber, was hier wirklich ja, geschauspielert wird, wie Menschen eine Rolle annehmen, nicht nur in Hollywood, sondern wir haben es auch in anderen Bereichen gesehen, die konträr sind zu deinem guten und heiligen Wort. Herr, du kennst jeden einzelnen dieser Menschen. Wir möchten sie nicht verurteilen, aber wir möchten die Frucht dessen zeigen, weil wir glauben, dass wir in einer Zeit leben, die so stark von Täuschung geprägt ist, dass selbst bekennende Christen, die die Bibel selbst lesen,
teilweise diese Dinge nicht erkennen, weil sie irgendwo einen Punkt haben, wo sie selber noch zu stark an Sünde festhalten und du nicht durch deinen Geist wirken kannst. Aber Herr, du möchtest diese Barrieren auflösen. Du möchtest uns gerne helfen, dass wir diese Dinge erkennen, im Lichte deines Wortes und deines guten Charakters, deines Gesetzes erkennen. Herr, wir möchten dich bitten, schenk du es uns, dass wenn wir merken, dass wir in einem dieser Punkte selber wirklich mit diesen Dingen zu tun haben, dass wir irgendwo die Welt wirklich immer noch lieben. Wir möchten dich bitten, Herr, wir sind alle Sünder, aber du liebst uns alle und du möchtest uns helfen, dass wir diese Dinge überwinden. Und so schenke du es bitte, dass wir Ja zu dir sagen, Herr Jesus, und dass wir diesen Wandel, diese Veränderung durch deine Gnade und durch deine Liebe erleben und das Zeugnis für diese Welt abgeben können in diesen letzten Tagen, das wirklich so klar und deutlich ist, dass wenn Menschen uns sehen, dass sie nicht uns sehen, sondern dass Jesus Christus zu sehen ist. Herr, das ist unser Gebet und wir danken dies im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.